Viele Fans freuen sich auf die neuesten Ableger des John Wick-Franchises, darunter etwa die Serie The Continental oder das Spin-off Ballerina. Zu letzterem gibt es Neuigkeiten, denn die Dreharbeiten sollen bereits im kommenden Sommer starten. Die Handlung des Spin-offs dreht sich um eine junge Anhängerin der Ballerinas. Das ist eine Gruppe Attentäterinnen, die von der Direktorin ausgebildet werden. Das haben sie übrigens mit John Wick gemeinsam, denn auch er wurde als Waisenjunge von der Ruska Roma zu dem Killer gemacht, der er heute ist. Wie der junge John Wick hat auch die junge Assassinin Rooney Brown das ambitionierte Ziel, ein Profikiller zu werden. Nachdem ihre gesamte Familie getötet wurde, ist sie auf Rache aus. Sie vermutet Ilias Mueller, den Bürgermeister des unscheinbaren Ortes Sunnyvale, hinter dieser Tat. Nachdem die Dreharbeiten mit Hauptdarstellerin Ana de Armas durch die Pandemie nicht wie geplant 2020 starten konnten, soll es nun diesen Sommer soweit sein. In diesen Tagen dürfte Lionsgate ohnehin genug zu tun haben, schließlich befindet sich John Wick Kapitel 4 derzeit in der Postproduktion. Fans dürfen sich allem Anschein nach in Ballerina auch auf einen Auftritt von Keanu Reeves als John Wick freuen. Es wird uns schon sehr wundern, wenn Lionsgate diese Gelegenheit verpassen würde. Für die Regie verantwortlich ist Len Wiseman, der bereits John Wick Kapitel 3 inszeniert hat. Ein Startdatum für Ballerina gibt es noch nicht. Der nächste Film aus dem Franchise wird aber ohnehin John Wick Kapitel 4 sein, der am 23. März 2023 veröffentlicht wird.